Es ist die vermutlich erfolgreichste Saison in ihrer Schwimmkarriere, doch so richtig wahrgenommen haben das in Dresden wohl die wenigsten. Jenny Wachsmuth, Dresdens Seniorensportlerin des Jahres 2013, krönte ihre herausragende Saison im August mit dem Gewinn von 4 Goldmedaillen bei den Masters-Weltmeisterschaften in Kanada. Sie gewann über 400 Meter und 800 Meter Freistil, jeweils mit Meisterschaftsrekord sowie über 200 Meter Schmetterling und 400 Meter Lagen. Über 50 Meter Rücken wurde sie Zweite. Also Kanada war echt eine Reise wert. Ich habe vorher gesagt, Medaille ist das Ziel. Und dass es jetzt so gut geworden ist, hätte ich nie gedacht. Ich bin super durch die Vorbereitung gekommen, war nie krank, habe alles mitmachen können. Und das hat sich dann dementsprechend ausgezahlt. Hinzu kommen für die 26-Jährige noch 2 Vize-Europameistertitel der Masters im holländischen Eindhoven und weitere deutsche Meistertitel. So eine beeindruckende Titelsammlung kommt natürlich nicht von ungefähr. Sie ist sehr ehrgeizig, versucht immer ans Maximum zu gehen, auch im Training, im Wettkampf. Sie geht auch mehr ins Wasser als alle anderen. Wenn es zum Beispiel an Höhepunkte wie zum Beispiel Weltmeisterschaften ging, hat sie statt 3-mal die Woche 5-mal die Woche trainiert. Und das ist, glaube ich, das, was sie selber auszeichnet. Dabei wäre es beinahe nicht dazu gekommen. Zunächst schwamm Jenny mit ihren Eltern im Verein. Doch da verlor sie die Lust, weil sie allen anderen von Anfang an wegschwamm und viel, viel Zeit am Beckenrand und nicht im Wasser verbrachte. Das Wasser sollte aber weiter ihr Element bleiben. Sie wechselte über zum Wasserspringen. Aber hier blieb der Erfolg aus. Mit dem Besuch des Sportgymnasiums und dem Wechsel zum Dresdner SC ging es dann weiter. Beim Leistungssport auf dem Sportgymnasium war es wirklich so, Schule und Sport, das war das Einzige, was es gab. Dann habe ich das Abitur gestreckt, also 13 Jahre gemacht. Und so lange bin ich voll leistungsmäßig geschwommen. Und danach gab es keine wirkliche Perspektive, also keine Sportfördergruppe. Da war die Wahl zwischen Studium, Ausbildung. Und da habe ich mich dann für die Ausbildung quasi entschieden und da musste ich aufhören mit Leistungssport. Und wollte aber trotzdem noch weiter schwimmen und deswegen bin ich dann zum Masters, zu den Senioren gegangen und bin einfach weiter geschwommen. Bei der ersten Dresdner Schwimmgemeinschaft schwimmt sie nun gemeinsam mit knapp 30 anderen in ihrer Trainingsgruppe von Erfolg zu Erfolg. Trotz dieser außergewöhnlichen Siege kann Jenny von Schwimmen nicht leben. Da die Sportler in der sogenannten Mastersklasse keine Förderung erhalten, muss Jenny eben arbeiten gehen. Nach einer 3-jährigen Ausbildung in Kreischa behandelt sie nun in Dresden als Physiotherapeutin, wie hier ihre Patientin Barbara Rönsch, zusätzlich sogar die Wasserspringer des Bundesstützpunkts und die Nachwuchsschwimmer des Landes Sachsen. Dennoch kann die gebürtige Dresdnerin trotz dieser Belastung noch 3 bis 5 Mal in der Woche trainieren. Ich habe sehr viel Glück mit meiner Chefin, die es da sehr entgegenkommt. Ich gebe ja am Anfang des Jahres meine Wettkampftermine, dann wird es gleich sofort im Plan gesperrt, sodass dort keine Patienten eingetragen werden, keine Kurse eingetragen werden. Und jetzt für die große Reise nach Kanada hat meine Kollegin glücklicherweise ihren Urlaub nochmal verschieben können, sodass ich fliegen konnte. Also die Kollegen kommen mir entgegen, die Chefin auch, sodass das mit der Arbeit gut geregelt werden kann. Die deutsche Meisterin über 2,5 Kilometer im Freiwasserschwimmen und Siegerin des Sundschwimmens zwischen Rügen und Stralsund über 2,3 Kilometer, niemand der 1000 Teilnehmer war schneller als sie, nicht einmal Männer, trainiert jetzt intensiv für die Hallensaison. Sie möchte den bisher errungenen Titeln in diesem Jahr noch ein paar deutsche Meistertitel hinzufügen. Ende November bei den Kurzbahnmeisterschaften der Masters in Bremen möchte sie wieder in Topform sein. Und da ist Jenny, ihr eigener Beruf, auch manchmal äußerst hilfreich. Also ich nutze sehr viel aus meinen eigenen Erfahrungen, versuche meine Erfahrungen an die Sportler weiterzugeben. Die nehmen das auch an, weil sie wissen, dass ich die gleiche Laufbahn durchlaufen habe, wie sie noch laufen werden. Und die Ausbildung hat mir geholfen, dass ich selber im Training auf einige Dinge achten kann und natürlich aus dem Sport Dinge in der Arbeit anwenden kann. Die sympathische Dresdner Schwimmerin kann man in diesem Jahr übrigens auch noch live erleben. Bei den WTC Masters in der Schwimmhalle an der Freiberger Straße plant Jenny Wachsmuth auch vor heimischer Kulisse an den Start zu gehen und wird dort natürlich auch wieder versuchen, so viele Siege wie möglich einfahren zu können.